YouTube sagt, wir sind live. Mikrofon check 1, 2. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns, den Krypto-Noobs. Nachdem ich mein Kater eben noch leicht überfallen hat, es könnte sein, dass ich ein bisschen haarig aussehe, legen wir mal los, denn dreimal in der Woche gehen wir live zusammen über den YouTube-Äther, wobei wir euch mit den aktuellsten und wichtigsten Nachrichten aus unserem Krypto- und NFT-Universum versorgen, meine Damen und Herren. Dazu schauen wir uns auch in jeder Sendung die Top-Sales im NFT-Bereich an, verschaffen uns dort einen Überblick über die Marktplätze und ganz am Ende nehme ich mir gerne für euch Zeit, kommt zu uns live in den Chat, 21.30 Uhr legen wir am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag los, stellt mir Fragen, ich gucke mir gerne die Coins oder die Projekte an, wenn ihr mal eine Live-Sendung verpassen solltet, ballert sehr gerne die Kommentare voll, dann werde ich dieses Thema oder euer Problem in einer der nächsten Sendungen besprechen und der YouTube-Algorithmus freut sich auch, meine Damen und Herren. So, lange Rede, richtig, ganz viel Sinn, Top 100, wobei wir uns vor allem erstmal Bitcoin angucken. Moin Hadi, danke für die Info, moin Satoshi, Abfahrt, meine Damen und Herren. So, wir gucken uns mal Bidi Bitcoin an. Jetzt bin ich schon wieder zu weit nach vorne gegangen. Ja, wir haben meine Kurve hier nach oben leicht verpasst, meine Damen und Herren. Aber ich hatte ja euch auch, das war ja auch eine theoretische Kurve, wie es gehen könnte. Ich hatte ja nicht gesagt, dass es so geht. Ich bleibe dabei, wenn ihr YouTuber seht, die zu euch sagen, das geht auf jeden Fall in diese Richtung, hört denen nicht zu. Es ist alles sehr, 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 sehr schwer im Moment vorauszusagen. Wir können jetzt hier auch schon wieder sehen, dass wir uns hier wieder nach unten bewegen. Moin Dane. Deine Hoffnung liegt auf Shiba Inu. Okay. Ja. Ich hoffe, das war ein Scherz. Wenn ich ganz ehrlich bin. Also. Ich hatte euch gesagt, als wir nach oben gegangen sind, ich traue gerade keinem Pump nach oben. Selbst wenn wir, wie ich es hier aufgezeichnet habe, nach oben gehen, wir kommen wieder runter, wir sind im Bärenmarkt, wir sind in der Rezession gerade. Man muss das Kind auch mal beim Namen nennen, ne? Beziehungsweise Bärenmarkt, darüber reden wir jetzt ja schon seit längerer Zeit, dass wir uns in demselbigen befinden. Daher werden wir auf jeden Fall erstmal runterkommen. Ich bleibe dabei, 22 Monate knapp haben wir noch Zeit. Bis zum nächsten Bitcoin-Halving. Und bis dahin ist Zeit, sich aufzubauen. Es gibt weiterhin Prognosen von einigen Menschen, die sagen, wir sind ja noch lange nicht aus dem Gröbsten durch, sondern das Gröbste kommt noch und dass wir uns dann eher in diese Richtungen hier bewegen. Allerdings möchte ich da gerne, zitieren tue ich ihn nicht, aber korrekt wiedergeben, Alex Becker, der hat das nochmal in einem Tweet heute geschrieben. Leute, fangt an, euch langsam rein zu DCA'n. Man kann den Boden nicht genau treffen. Und lieber sich hier einkaufen, das hat er auch gesagt, die meisten Menschen, die angefangen haben, sich ungefähr in dieser Range einzukaufen, im letzten Bärenmarkt, obwohl der Markt noch weiter runtergegangen ist, die haben trotzdem im nächsten Bullenmarkt Cash ohne Ende gemacht. Wir können uns hier gerne nochmal dazu die Top 100 angucken. Wenn ihr neu dabei sein solltet, herzlich willkommen. Gains und Losses der letzten 24 Stunden hier, der letzten 30 Tage hier und hier können wir sehen, wie weit der jeweilige Coin von seinem All-Time-High entfernt ist und hier, wie hoch dieses war. Und wir sind in der letzten Sendung ja schon mal ein bisschen diese Liste hier runtergegangen und es scheppert hier nur so von 6x, 10x, 12x, 20x, 8x, 9x. Aber ich glaube, unter 5 oder 6x werdet ihr in den Top 50 nichts finden. Von daher sind auch jetzt die Einstiege groß. Vor allem, wenn ich mir sowas angucke wie Algorand, 90%, 31, guckt euch das an, das ist ein bisschen mehr als 10x, was wir hier vor der Nase haben. Algorand ist ein sehr stabiles Projekt. Mana, müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, dass es ein stabiles Projekt ist, oder? Hier sehe ich, was sehe ich, ein 5, ein 6x sehe ich hier. Ein ganz, ganz entspanntes 6x. AC müssen wir gucken. Kosmos sehe ich auch irgendwie 7, was haben wir hier, 5, 6, ganz entspanntes, knappes 6x, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte, nehmt euch VeChain, 10x, 11x, 12x ist das,
Fangt an, euch jetzt rein zu DCAen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann lasst euch ein bisschen Geld an der Seite. Oder beziehungsweise tut euch ein bisschen Geld an die Seite und schaut, ob wir noch weiter runter gehen. Bei mir persönlich ist es im Moment so, wenn ich jetzt kein NFT von mir verkaufe, mit dem Großkohle macht, beziehungsweise Imposters, ihr wisst Bescheid, ich habe die komplett einmal eine kom ein komplettes Set. Jetzt kommt noch der Landverkauf Ende Juli. Und wenn dann die Preise nach oben gehen, würde ich da natürlich alles komplett verkaufen, hatte ich euch ja vorher gesagt. Und das dann für mein Portfolio benutzen. Und dann hätte ich meiner Meinung nach halt genug Geld, dass ich jetzt sagen könnte, alles klar, ich lasse mir ein bisschen was auf der Seite. Wenn ich persönlich, ihr wisst, I'm not a financial advisor, aber wenn ich jetzt im Moment so ein Huni mal nachschieße, ein Fuffi oder vielleicht mal 200 oder so, dann muss ich sagen, gehen die eigentlich schon ziemlich schnell weg. Jetzt gerade habe ich noch ein bisschen bei Binance. Zwei Kauforder habe ich noch für die anderen Portfolios drin, die aber ziemlich weit unten sind. Die 150 habe ich jetzt gerade so ein bisschen. Die habe ich für mich jetzt gerade so ein bisschen an der Seitenlinie. Aber sobald die Altcoins ein bisschen weiter runtergehen, werde ich dann auch anfangen zuzuschlagen. Ist so. Versucht nicht den Boden zu treffen. Also nochmal, versucht nicht den Boden zu treffen und dort einzukaufen und versucht nicht das Top zu treffen und genau dort zu verkaufen. Damit werdet ihr auf die Schnauze fliegen. Beispiel A. I'm just saying, Jungs. I'm just saying. Ich bin das letzte Mal schon drauf eingegangen. Alles mehr oder minder im roten Bereich. Ist jetzt aber nicht so schlimm, wenn wir uns die letzten Tage angucken. Majors haben wir uns auch länger nicht mehr angeguckt. Die werden wahrscheinlich aber auch alle, noch nicht alle, aber die großen im roten Bereich sein. Die drei sind nun mal leider ziemlich ausschlaggebend. USA ist immer noch so ein bisschen der Bitcoin, ihr wisst, was ich meine, der Weltwirtschaft. Also es wird sich halt mal am S&P und vor allem am Dow Jones wird sich schon sehr, sehr orientiert und auch hier am US Composite Index. Die sehen angeschlagen aus. Der Rest eher im roten, wollte ich schon sagen, eher im grünen Bereich. Theta wollte ich mir mit euch nochmal ganz kurz angucken. Da gibt es hier noch irgendwas Bestimmtes. Gehen wir nochmal ganz kurz runter, dann gehe ich nochmal ganz kurz in eure Kommentare. Oh, jawohl, Luna Classic, Leute. Nein, lasst, ne? Lasst die Hände davon. Und neue Financial Advisor, ich würde die Hände davon weglassen. Engine kommt auch langsam wieder, ist auch ein sehr, sehr stabiles Projekt. Sind auch am Metaverse bauen. Torchain, Arweave, guckt euch das an. Ikomi muss man halt wirklich jetzt auch mal schauen, wie sie das mit ihrer Plattform, mit ihrer Dapp hinkriegen. Da gab es ein bisschen Probleme, dass man nicht mehr auszahlen konnte. Also einzahlen ja, aber auszahlen nicht, ne? Das ist nicht so gut. Aber ich bleibe dabei. Ikomi ist für mich so ein bisschen, läuft für mich so ein bisschen unterm Radar gerade. Denn die Partnerschaften, die die Kollegen haben, sind absurd. Guckt es euch an. Sondern Disney und Marvel Universe, das komplette. Bam. So, dann gehen wir nochmal eins zurück und gucken uns mal kurz Theta an. Denn wir hatten ja darüber besprochen, als die algorithmischen Stablecoins angegriffen wurden, systematisch, sind ja auch tatsächlich USDC und USDT angegriffen worden. Und die waren noch eine Zeit lang unter einem Dollar, wenn auch knapp. Upsala, da bin ich schon gegen die Kamera gekommen. Ihr könnt aber sehen, das hat sich alles sehr, sehr stabilisiert. Und bei USDT muss ich sagen, hat es mich ein bisschen überrascht. Denn das waren, glaube ich, das war ein zweistelliger Milliardenbereich, glaube ich, den die Kollegen nachgeschossen haben. Und sie haben den Coin stabilisiert. Ich gehe mal ganz kurz bei euch in die Kommentare rein. Ja, wie gesagt, Hadi, ne? Also es gibt einige Experten, die halt sagen, wir haben den Boden noch nicht erreicht. Was wir ja gerade auf jeden Fall wissen, jede schlechte Nachricht, die jetzt noch kommt, die kann den Preis natürlich von Bitcoin noch weiter runterdrücken. Nichtsdestotrotz ändert das überhaupt nichts an meiner Taktik, die ich euch gerade erklärt habe.
Bitcoin, vor allem, also Bitcoin unter 20.000, dann sind die, dann kann ich euch auf jeden Fall sagen, sind die Altcoins so weit unten, dass ich einfach, es lohnt sich jetzt auch schon fast alles. Also wirklich, Leute, guckt es euch an. Ich bleibe an meiner, halte an meiner Strategie fest, unter 21.000. Wenn wir nicht einen Push nach oben haben, ich werde jetzt nicht BCR bei einem Altcoin machen, der 100% Gains macht in den letzten 24 Stunden, das macht keinen Sinn. Ich werde mir schon eine rote Kerze nehmen, und dann dort einsteigen. Aber ich bleibe dabei. Und wenn wir weiter runter gehen, dann gehen wir noch weiter runter. Wenn ich Dry Powder habe ich das. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann warte ich ab, bis der Markt wieder nach oben geht. Denn das, Leute, da sind wir uns, glaube ich, tatsächlich alle einig, ob wir ein bisschen pessimistischer oder realistischer oder positiver sind, ist ja auch egal wie. Aber ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass es auf jeden Fall wieder irgendwann nach oben geht. Oder? Ansonsten stürzt halt die ganze Weltwirtschaft zusammen. Und dann, wie gesagt, Leute, da müssen wir uns keine Sorgen um ETFs oder Aktien oder NFTs oder Krypto machen. Dann sollten wir uns um Essen und Trinken kümmern. Just saying. So. So. Also, und irgendwann im Mio. Ja, bin ich dabei, Dane. So ganz kann man sich nicht danach richten. Nach den alten Hochs, 10x und so weiter, viele Coins, wie zum Beispiel XRP. Ja, nee, das ist schon klar. Einer für den Algo. So, Dane, so will ich das sehen. Das diskutiert ihr beide auch. So Schlatz. Satoshi, das ist schon klar. Deswegen sage ich auch immer, wenn ihr irgendwie BCA machen möchtet oder so, schreibt gerne in die Kommentare, beziehungsweise ich sage, glaube ich, auch immer wieder, welche Coins ich persönlich glaube, I'm not a financial advisor, die nächsten Bullrun nach oben gehen. Und da sollte euch allen aufgefallen sein, dass ich nicht alle Coins nenne aus den Top 50. Sondern ich würde sogar sagen, vielleicht so 50% aus den Top 100. Oder nein, noch nicht mal aus den Top 50, würde ich vielleicht sagen 50%. Ich sehe hier sofort 3, 4, 5 Projekte, wo ich sagen würde, nur no, lasst das mal, Leute. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So schnell geht das. Also von daher, aber trotzdem wichtig, dass Satoshi da aber nochmal drauf hinweist. Ne? Leute, guckt euch Tezos, guckt euch zum Beispiel EOS an. Letzten Bullrun wurde gesagt, die werden nächsten Bullrun alles auseinandernehmen. Und ja, die haben jetzt tierische Probleme beide, vor allem EOS. Tezos hält sich so ein bisschen. Die Community ist auf jeden Fall sehr stark, muss ich sagen. Aber die haben riesen Probleme. Tether, Stellar wurden beide als die Übercoins für diesen Bullrun gesagt. Auch. Also Satoshi hat recht. Wenn ich sage Top 50 einkaufen, dann hört auch zu. Ich nenne nicht alle Coins. Und das würde ich euch auch nicht raten. Deswegen danke nochmal für den Hinweis, Satoshi. So, jetzt aber nochmal ganz kurz zu der Geschichte. Jetzt haben wir uns ein bisschen verschnackt, aber ist auch in Ordnung. Und dann gehen wir mal zu den Nachrichten rüber. Nochmal, ich hatte das ja schon gesagt. Es sah alles nach einer sehr koordinierten Aktion aus gegen die algorithmischen Stablecoins. Dann gegen die nicht algorithmischen Stablecoins, also wie USDT vor allem und USDC. Es hat beides nicht geklappt. Also. Die Hedgefonds setzten den Stablecoin Tether in den letzten Wochen der Krise massiv unter Druck. Laut einem Tweet des Tether, CTOs Paolo Arduino, shorteten sie den Stablecoin in großem Stil. Ihr vermeintliches Ziel, im Zuge der Terra-Krise noch mehr Chaos stiften. True that. Auch Tether sollte eine Bindung an den Dollar verlieren. Facts. Es schien wirklich von Anfang an ein koordinierter Angriff zu sein, mit einer neuen Welle von FUD, Trollarmeen, Clowns und so weiter. Facts. Ein Bericht der Wall Street Journal bestätigt seine Anschuldigung. Dort gibt die Firma Genesis Global zu, dass ihre Klienten den Stablecoin geshortet hätten. In einem Monat musste Tether, ich hatte es euch eben gesagt, 16 Milliarden US-Dollar an Rücknahmen auszahlen, fast 20% seiner Reserven. Und das wurde Tether lange unterstellt, dass sie das nicht können. Also die Kollegen, glaubt mir mal, Jungs. Die Kollegen sind davon ausgegangen, dass die 16 Milliarden reichen, um Tether den hier zu machen. Und dann, Leute, dann wären wir richtig am Arsch gewesen.
Das ist, also wenn Tether zusammenfallen würde, dagegen ist, glaube ich, die Luna-Geschichte ein Furz im Tornado. Ganz ehrlich. Aber ich war auch sehr skeptisch und ich bleibe trotzdem noch dabei. Ich würde euch eher USDC ans Herz legen, wenn ihr Geld an die Seite legen möchtet. Denn da gab es bis jetzt noch gar keine Probleme. Die haben es auch bei USDC probiert. Die haben sich ja sehr schnell wieder stabilisiert. Aber Tether hat dem Tornado standgehalten. Das muss man den Jungs einfach mal geben. Und das vermisse ich so ein bisschen in letzter Zeit. Ne? Alle haben auf USDT raufgehauen und raufgehauen und raufgehauen. Und jetzt haben sie sich sehr stabil gezeigt, aber das ist dann jetzt auch allen egal. Ne? Naja, wir können ja sehen, wie gesagt, die Kollegen haben sich hier alle mehr als stabilisiert zum Teil. Also jetzt, wenn ihr Milliardär seid, schnell BUSD kaufen und das gegen USDC tauschen. I'm just saying. So, bevor wir jetzt in die Nachrichten gehen, nochmal kurz in eure Kommentare, meine Damen und Herren. ADA Satoshi, bleibe ich dabei, ist für mich persönlich ein Hold bis 2,30. Nächsten Bullrun, bei Cardano kann jederzeit was passieren. Die arbeiten an der Massenadaption. Allerdings muss man sagen, dass Charles Hoskinson halt einen anderen Kurs fährt als die anderen. Der macht nicht auf Teufel komm raus, muss nicht überall Sponsor werden. Also wisst ihr, was ich meine? Er versucht nicht, er macht das, er macht Let's Walk Down and Them All. Er sprintet nicht den Berg runter, um, ne, ihr wisst, was ich meine. Den Witz habe ich ja schon mal erzählt. Eine Kuh zu fangen, ne, er geht runter, um alle zu bekommen. So will ich es jetzt mal ausdrücken. Ne? Nicht, dass wir hier noch geredflaggt werden von YouTube. Aber das meine ich damit. Er möchte nicht, er möchte den langsamen und richtigen Weg gehen. Er möchte, dass Cardano eine Weltwährung wird, mit der man überall, vor allem in Afrika, deswegen konzentrieren sich auch am Anfang so darauf, vor allem in Afrika, dass halt jeder Mensch wie unbanked, so war das ja, ne? Nee, oder unbank the bank, egal. Nee, unbank the bank, also ihr wisst, wie ich es meine. Aber dass halt jeder die Möglichkeit hat, mit Cardano jetzt, was weiß ich, einen Kaffee und eine Cola zu kaufen. Das ist sein Endziel. Das ist ein anderes als bei Solana, als bei Ethereum. Ich habe euch das Beispiel schon mal genannt mit den Autos. Ich meine, wurden vier Räder erfunden und wie viele verschiedene Autos gibt es? Es gibt kleinere, die sind schneller, aber ein bisschen unsicherer, ne, wenn die einen Unfall haben. Und wenn du so im LKW sitzt, dann kannst du vielleicht nur 100 km fahren, kannst aber mehr transportieren und bist eher geschützt. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, glaube ich. Ich glaube schon, dass viele Blockchains nebeneinander koexistieren können. Und Cardano ist für mich wie Bitcoin, Ethereum und VeChain. Das sind auf jeden Fall vier Holds von mir bis 2030. Also ich glaube, dass sie dann erst ihr komplettes Potenzial ausschöpfen werden. So, nochmal Ada, keine nicht so viele. Ja, ich habe auch gedacht, dass Cardano noch weiter zulegt tatsächlich, aber ich interessiere, was ich erlauben kann. Perfekt. So, Schlatz. So. Dann wäre ich auch noch ein Ticken entspannter, muss ich sagen, wenn ich mir letztes Jahr ein Haus gekauft hätte. Obwohl meine Wohnung in Altona gefällt mir auch sehr gut. Aber sehr schön, mein Bester. Und das Wichtige ist, der zweite Satz, den merkt euch alle nochmal. Ich investiere, was ich mir erlauben kann zu verlieren. Ich wiederhole, ich investiere, was ich mir erlauben kann zu verlieren. Danke, bitte weiter. Wenn Cardano da 30 Cent geht, sollte man auch kaufen, tatsächlich. Machst alles richtig. Also Satoshi macht auch alles richtig, kann da keine Fehler sehen. Hoffentlich kann Krypto die Restschuld. Ja. Ich bin bei dir, Schlatz. Ich bin bei dir. Ich sage ja, ich hoffe, wir alle sind 2,30 steuerfrei auf Hawaii, obwohl da muss man Steuern zahlen, aber es reimt sich, egal. Ja. Also, Nachrichten der Woche. Und zwar, SEC hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Ich habe jetzt bei George letztens in der Sendung, We Are All George, by the way, gesehen, dass es wohl tatsächlich schon so ist, dass die SEC sich weigert, gewisse Dokumente rauszugeben. Weiterhin, wir hatten schon mal darüber berichtet, vor einem Dreivierteljahr oder so, da ging es schon mal um eine ähnliche Geschichte.
So, die SEC weiß, dass sie diesen Gerichtsprozess verliert. Sie weiß es. Und sie zögern es raus und zögern es raus und zögern es raus. Gary Gensler hat eigentlich eine ganz gute Idee. Die müsste allerdings für alle gelten. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Also, er hat ein Interview gegeben. Gary Gensler, wisst ihr, ist der Chef der SEC. Also, er sagt, Bitcoin sei kein Wertpapier. In einem Interview äußerte sich Gary Gensler zum Rechtsstatus von Krypto. Ein positives Signal für Bitcoin. Anders sieht es bei Altcoins aus. Wir lesen uns das mal kurz durch. Und dann nehmen wir hier nochmal ein kleines Zitat hier mit und dann besprechen wir das zusammen. Also, laut dem SEC-Chef sei Bitcoin als Ware einzustufen, nicht als Wertpapier. In der Community sorgte diese Äußerung für ein Aufatmen. Krypto-Experte Antonio Pompliano, der ist auch nicht schlecht, der Junge, muss ich tatsächlich sagen, beispielsweise erklärt in einem Video, das bedeutet, Bitcoin ist auf dem Weg zur regulatorischen Klarheit. Und die wollen wir ja nun mal alle. Wenn die gegeben ist, wird das vielen noch unsicheren Anlegern die Ängste nehmen. Da hat er auch komplett recht mit. Alle anderen Kryptowährungen sieht die US-Aufsichtsbehörde aber potenziell als Wertpapiere. Das bekräftigte der SEC-Chef im Interview noch einmal. Lesen wir uns gleich nochmal durch, was der Kollege genau gesagt hat. Diese Ansicht könnte ernsthafte rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Gegen Ripple läuft bereits ein Verfahren, gegen Binance wird ermittelt. In beiden Fällen lautet der Vorwurf, ihr Token XRP und BNB sei ein Wertpapier. Man hätte dazu nochmal schreiben können, liebes Bitcoin-Echo, dass dieser Gerichtsprozess zu 99,99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 9
removes Dogecoin, Shiba Inu and others from Earn Program. Also es sind so Gerüchte durch die sozialen Medien gegangen, viel auf Twitter auch, und ich hatte auch ein, zwei YouTuber gesehen, die gesagt haben, dass Shiba Inu und Dogecoin komplett gedelistet wurden von Crypto.com. Dem ist nicht so. Sie sind allerdings aus dem Earn-Programm geworden. Das bedeutet, dass man sie natürlich nicht mehr staken kann. As the bear market continues, Crypto.com announced Monday that it is removing 15, also es sind auch nicht nur die beiden alleine, 15 Cryptocurrencies from its Crypto Earn Rewards Program. Das können wir hier sehen, das ist ein Sheep Doge, aber es ist auch Tezos dabei, muss man sagen. Maker ist dabei, finde ich auch krass. EOS, Flow. Flow kann ich mal gar nicht verstehen, muss ich sagen. OMG, die waren, glaube ich, auch sehr stabil. Ist das Compound? Beefy Finance, Polkadot, Parachains gewonnen. Also hier sind schon ein paar dabei, wo ich mich, KNC, was war das dann nochmal? Das war auch irgendwas von Polkadot, oder? Es sind schon ein paar Coins dabei, die mich gewundert hatten. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hätte auch gewundert, wenn sie Dogecoin und Shiba runtergenommen haben, denn Traction ist ja immer noch da für die Coins. Und es gibt ja auch immer wieder kleinere Pumps. Das bedeutet, dass die Usage da ist. Traction ist auf der Plattform. Das bedeutet Kohle, ne? Und dafür haben sie dann, genau, Silica, Phantom und Near zur Liste zugetan. Also 15 weggenommen. Und Silica, Phantom und Near kann man jetzt dort staken. Ich weiß gar nicht, ob das hier oben noch war. Das glaube ich. Genau hier. Ein paar Stablecoins haben sie auch noch dazu genommen, wie man hier sehen kann. Die Stablecoin, nee, da haben sie, glaube ich, die Raten geändert. Und genau, und die sind neu. Also, ich wundere mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, bei Shiba Inu, das Problem kennen wir mit der Liquidity. Es macht vielleicht schon Sinn, dass man da irgendwann Earnings nicht mehr bezahlen kann, aber Dogecoin. Ich meine, Elon Musk hat auch gerade gesagt, dass er immer noch ein Freund von Doge ist, oder nicht? Also, naja. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig, was Shiba sag ich schon, finde ich sowieso komisch, was die machen. Was Crypto.com da gerade macht, die haben sich ein bisschen überhoben, ne? Mit ihren ganzen Sponsorships, dies, das, jetzt müssen sie Leute entlassen. Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen was damit zu tun hat. Aber das ist nur mein Feeling. Nier, bist du in Nier drin, Schlatz? Nier kann ich mir auch vorstellen, dass die noch nach oben gehen. Ich meine, waren ja sehr stabil am Performen, und hatten die nicht auch irgendwas mit Metaverse oder so? Waren die da nicht auch irgendwas am Bauen? Schreib das mal kurz in den Chat, Schlatz, bitte. Irgendwas bei Nier, irgendwas sehr Bullisches ist mir da auch im Hinterkopf, aber ich krieg's gerade nicht zusammen. Kryptobörsen brauchen dann, wenn sie am Web eingestuft werden, eine Lizenz für. Ja, natürlich. Natürlich, Satoshi. Wenn sie das machen würden, dann wird es sehr gefährlich. Aber im Moment sieht es ja nicht danach aus, weil sie gehen gerade XRP und BNB hinterher, und das wird nicht hinhauen, sage ich dir jetzt schon. Also vor allem XRP, wie gesagt, das Ding ist durch. Es zieht sich halt noch hin. Wenn wir keine Ahnung, sollten wir wirklich unter 15k gehen, und ich habe ein bisschen Dry Powder über, muss ich mir vielleicht auch überlegen, mir ein bisschen XRP zu holen. Einfach nur, muss ich aber persönlich sagen, um sie dann zu verkaufen, wenn der Gerichtsprozess beendet wird. Weil, wenn man als Trader, müsste man jetzt ganz ehrlich sagen, wenn man XRP hält, müsste man eigentlich hoffen, dass es bis 2024 dauert. Dann könnte man sich auch schön bis 2024 einkaufen. Bullenmarkt ist eröffnet, XRP gewinnt den Gerichtsprozess und I'm just saying. Ich mach's nicht. Ich würde es euch jetzt auch nicht empfehlen, aber naja, ihr wisst ja, ich bin kein XRP-Holder. No, was heißt nur, Schlatz? Was heißt nur? Was heißt nur? Satoshi, und ja, können wir so stehen lassen. Ne? Der Kollege hier, ne? Er sieht aus, als wenn dem Kollegen auf dem Schulhof immer das Pausenbrot geklaut wurde, aber der Kollege hat das Faust dick hinter den Ohren. Sam Bankman-Fried, FTX CEO, Alameda Research CEO hat er gegründet. FTX ist seine Börse, hat er gegründet. Wie gesagt, Alameda Research. War das Alameda? Oder verwechsel ich die jetzt schon wieder? Ich meine, dass Alameda Research ist. Ja.
Er ist Gründer von, er verwaltet auch die Vermögenswerte, ja, verwaltet die, also er ist der CEO und Chef von Alameda Research. Und die Kollegen, es gibt Gerüchte, dass sie Robin Hood aufkaufen wollen. Wir haben ja mitbekommen, dass FTX bzw. Sam Bankman Fried war das? Sam Bankman Fried vor ein paar Monaten, oder wann war das? Vor 2 Monaten? Ne, letzter Monat, sorry. Letzter Monat hat der Kollege 7,6% von Robin Hood gekauft. Danach ist der Preis auch sehr nach oben geschossen, hat aber bis jetzt immer noch gesagt, also er ist excited about Robin Hoods business prospects and potential ways we could partner with them. There are no active M&A conversations about Robin Hood currently taking place. Also er sagt eigentlich, nö, es gibt keine Übernahmegespräche etc. Aber nochmal, Kollegen, der hat es hier faustdick hinter den Ohren. War da nicht auch irgendwas bei Celsius, dass er den Geld leihen wollte? Also Celsius wissen wir ja, die haben auf jeden Fall nochmal sehr, sehr viel Geld rübergeballert zu dem Kollegen. Da ist jetzt auch was widerlegt worden bei Celsius. Da können wir eigentlich gleich hier mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Aber das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, weil wenn der jetzt noch Robin Hood aufkauft, hat er FTX unter seiner Kontrolle, hat Robin Hood unter seiner Kontrolle, Alameda Research unter seiner Kontrolle. Eieiei, der meint es auf jeden Fall ernst. So, Harmony, we have to talk. Wir gucken uns gleich auch mal den Kurs an. Allerdings, ganz kurz vorher, guckt euch das hier an. Flexcoin stürzt nach Auszahlung, Stopp um 66%. Also, nächste Lending-Plattform mit ernsthaften Liquiditätsproblemen. Ich meine, dass die Lending-Plattformen jetzt auch alle einfach so weitergemacht haben nach diesem Debakeln. Es war ja nicht nur ein Debakel, es waren ja mehrere. Dann muss ich doch mal irgendwie auch direkt gucken, dass das mir nicht passiert und da direkt Gegenmaßnahmen treffen. Ja. Und bei Celsius hieß es vorgestern übrigens, dass der Kollege, der CEO, das Land verlassen wollte und dass er gestoppt wurde. Das wäre natürlich der absolute Todesstoß geworden. Und zwar wollte er das machen, denn, kleine Nebengeschichte, der Kollege ist als Kind nach Israel gezogen, hat die israelische Staatsbürgerschaft. Und es gibt eine Auslieferungsklausel. Das würde bedeuten, wäre er nach Israel geflogen, dann kann er nicht ausgeliefert werden. Man kann nur ausgeliefert werden, wenn man ein Verbrechen begangen hat. Es hört sich krank an, ist aber so, bevor man die Nationalität erlangt hat. Also ein Verbrechen begangen, bevor ihr die Nationalität erlangt habt, dann könnt ihr euch ausliefern. Wenn ihr die israelische Nationalität habt und danach dieses Verbrechen begangen habt, was der Kollege gerade gemacht hat, könnte er nicht ausgeliefert werden. Allerdings ist das heute dementiert worden. Bleiben wir auf jeden Fall am Ball, Leute. Also, Harmony. Fassen wir mal einmal zusammen und dann gucken wir uns mal an, was passiert ist. Denn es ist schon wieder, I don't get it, Leute. In den frühen Morgenstunden des 24. Juni kam es zu einem Diebstahl von Kryptowährungen auf der Layer One Blockchain Harmony. Wir berichteten. Erste Untersuchungsergebnisse zur Vorgehensweise der Hacker wurden am vergangenen Wochenende veröffentlicht. Polygons Chief Security Officers Mudit Gupta twitterte, dass die Angreifer die Kontrolle über die Multi-Signature Wallet übernommen haben, welche in Harmonies Horizon Bridge, ich kenne das Wort, könnt ihr eure Bridges mal ordentlich bauen? Macht's wie Tor Chain. I'm just saying. Insgesamt wurden bei diesem Hack verschiedene Kryptowährungen in einem Gesamtwert von 100 Millionen US-Dollar entwendet. Laut Gupta haben die Entwickler des Harmony-Protokolls Beweise dafür gefunden, dass 2 von 5 Private Keys der Multi-Signature Wallet kompromittiert wurden. Und ganz kurz, versteht mich nicht falsch. Tor Chain wurde auch gehackt. Aber was haben sie danach gemacht? Und das ist der große Unterschied. Denn Harmony wurde ja bereits gehackt. DeFi Kingdom ist das Stichwort. Da wurden anscheinend nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Und jetzt ist es so, dass anscheinend die Kollegen ihr Geld waschen können über Tornado Cash. Da frage ich mich tatsächlich wirklich, warum die SEC nicht mal gegen Tornado Cash vorgeht oder gegen, wie heißt sie denn hier noch? Bin ich doch bescheuert. Monero. Ich meine, das sind im Endeffekt Geldwasch. Unternehmen, die waschen deine Coins, dass man es nicht mehr nachverfolgen kann. Und gegen die wird nicht vorgegangen.
Naja, was ich aber auch nicht verstehe, wir wissen ja auch durch den Vorfall von AXI, ich meine, das Geld ist weg. Wir dachten, beziehungsweise die Aussage von Harmony war ja eigentlich, dass sie die Adressen getrackt hätten und dass der Kollege oder die Kollegen nicht mehr aus, KollegInnen nicht mehr auszahlen können. Das ist ja eigentlich möglich über die MetaMask, das ist ein bisschen schwieriger, ist aber auch möglich. Aber bei der AXI Infinity-Geschichte, da haben sie halt zu langsam reagiert. Da konnten die auch ein bisschen Geld über Tornado Cash waschen. Aber die Autoritäten wurden angerufen. Die Autoritäten haben bei Tornado Cash Bescheid gesagt. Und Tornado Cash hat gesagt, alles klar, die und die Wallets sind das. Okay, dann kann von denen nichts mehr über unser Konto laufen. Das bedeutet, das Restgeld von den Hackern von AXI Infinity kommen an das Geld jetzt nicht mehr ran. Weil sie können von der MetaMask nicht mehr verschicken und sie können es jetzt nicht mehr zu Tornado Cash schicken. Also beides ist jetzt weg. Die hatten den Kollegen eine Million geboten, um 100 Millionen zurückzubekommen. War vielleicht auch ein bisschen geizig. Vielleicht hätten sie mal 5 Millionen machen sollen. Auf jeden Fall ist es nun so, dass die Kollegen 3 Transactions from the address used in the June 23rd hack, totaling around 30k ETH, around 36 million to the mixing service Tornado Cash, with 64 million still in the hackers Ethereum Wallet, according to Blockchain Analysis by the Blockchain Security Company. Also die Kollegen konnten bis jetzt 36 Millionen der Kohle waschen. Die hoffen natürlich immer noch irgendwie, dass sie das Geld zurückbekommen, denn die TVL von Harmony ist, wenn die 100 Millionen weg sind, ich glaube, null. Terra Classic USD. Ach, das war der hier. Ja, genau. Ach nee, das war wieder so Scam-Coin hier, ne? Terra Classic USD? Ist das doch der? Nein, das kann doch nicht sein, oder? Ist der das noch? 119% gemacht auf 44. Guckt euch das mal. Das ist der doch, ne? Da spielen die Wale immer noch ihre Spielchen und machen hier noch ein bisschen Cash. Alter Schwede. Wow. Wow. So, Harmony, TVL. Das wird hier nichts mehr sein. Marktkapitalisierung auf 100 Millionen sind weg. Vollständig verwässert. Also wir sehen, die Kollegen leben von ihrer Utility. Kein Hardcap, auch nicht gut. Ich hätte allerdings gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie noch weiter unten sind. Aber die sind auch schon sehr gebeutelt. Also davon mal ganz abgesehen. Harmony müsste jetzt, weiß ich gar nicht, 16, 17x vom Alltime entfernt sein. Und die Kollegen hier. 37 Cent sind jetzt bei 2. Schönes, knackiges 18x, aber man muss jetzt gucken, ob die Kollegen die nächsten richtigen Schritte vornehmen. Vorher würde ich nicht sagen, dass ihr da reingehen sollt. Ansonsten. Es war bis jetzt ein sehr stabiles Projekt, muss ich sagen. Community ist auch am Start. Es könnte tatsächlich auch eine goldene Entry sein. Aber wenn wir auf 15k gehen, dann geht das Ding auch nochmal auf einen Cent runter, ne? Das müsst ihr für euch entscheiden. Meine Taktik kennt ihr. Upsala, so. Die Überschrift kann ich auch mal kurz so stehen lassen, ne? Hey, Boldinho! Nice, dass du am Steißel bist, Mann. Freut mich. Und Atlanta, ne, jetzt komm auch mal wieder in die Livestreams hier. Einmal reicht nicht. Ne? Wir brauchen die Regelmäßigkeit, meine Damen und Herren. I'm just saying. Also retten die Banken, BlockFi, Celsius und Co. Ja. Tote Fische liegen fliegen gerade so quasi ins Wasser. Und die Fische, sage ich jetzt mal so, die auf das Fleisch von anderen Fischen stehen jetzt. Na, die sind da auch so einfach. Die nennt man auch mal manchmal so Haie, werden die bei uns genannt. Und die machen einfach gerade den Mund auf. Und lassen reinfließen. Blut ist unterwegs. Was heißt Blut ist unterwegs? Ein Massaker ist das hier, was passiert ist. Bei den Lending-Plattformen. Das bedeutet aber auch, wenn die Kollegen pleite gehen, wie zum Beispiel Celsius, dann gibt es die für einen Schnapper zu haben. In der letzten Sendung hatte ich euch gesagt, JP Morgan hat ein Angebot für Celsius gemacht. Die möchten das aber erst in Anspruch nehmen, wenn die Kollegen pleite gehen würden. Und das würde dann bedeuten, dass die Kollegen 2 Milliarden Dollars ausgeben für Assets, die 20 Milliarden wert sind. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, diese ganzen Schwupokis hier,
von BlockFi, Celsius, Three Arrows Capital und wie sie alle heißen, so eine Schnauze gehabt, kein Risikomanagement gehabt. Gerade hier der Kollege von Celsius immer, Banks are not your friend, bla 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 bla. Erstens verhalten sie sich gerade wie eine Bank und den tut ihr gerade einen Bärendienst. Denn die Kollegen, die werden, glaubt mir, die werden alles aufkaufen, was da jetzt gerade ist. Celsius, BlockFi, Three Arrows Capital, die werden alles aufkaufen. Und dann müssen wir gucken, wo wir bleiben. Bei Sol-Ländern oder sowas, wenn wir irgendwie staken wollen. Oder kleinere Beträge bei Binance oder so. Aber das Lending-Plattform-Spiel, Leute, das ist erstmal beendet. Wenn überhaupt, dann nehmt euch Community-Pools. Die gibt es bei Ethereum, Cardano etc. Da gibt es auch Community-Pools oder bei Algorand, die ihr dann direkt bei Algorand zum Beispiel oder direkt bei Cardano staken könnt. Gibt es ein bisschen weniger APY, aber das Ding ist sicher. Aber das wird noch weitergehen hier. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, genau hier. Das ist schön, so, das ist sehr schön geschrieben. Was dem einen eine ausgetrocknete Wüste ist, kann für den anderen einen fruchtbaren Nährboden bedeuten. Dieses Gefühl bekommt man jedenfalls mit Blick auf die jüngste Bestrebung von Goldman Sachs. Nee, Goldman Sachs war das, sorry, nicht JP Morgan. Wie es scheint, hegen institutionelle Investoren derzeit ein starkes Interesse am Scherbenhaufen der Blockchain-Szene. Genau sieht das aus. Das war koordiniert von den Kollegen. Die haben den Domino-Effekt gemacht, das Kartenhaus zum Einstürzen gebracht und jetzt so langsam gehen sie in Shopping-Modus. Danke Celsius, danke BlockFi, danke Anchor-Protokoll, habt uns einen Bärendienst geleistet. Jetzt kommen sie hier alle im großen Stil. Ich hätte gedacht, wir haben vielleicht noch 2, 3 Jahre Zeit, bevor die ganzen Schwupokis hier kommen. Naja, BlackRock am Start, Terra jetzt hier. Naja, es ist, wie es ist. Wie gesagt, wenn wir die Massenadaption wollen, müssen wir leider auch damit leben, dass die Global Player dann zu uns kommen. Cosmos Station, 18%, ist auch okay. Ach so, Cosmos ist ein Community Pool, ne? Sehe ich das richtig? Das meine ich zum Beispiel damit. Sucht euch Community Pools und staked dort eure Sachen. USDT als nächstes, Boldinho, du hast zu spät eingeschaltet. Das Thema haben wir bereits beschlossen. Aber es hat nicht geklappt, Boldinho. Es hat nicht funktioniert. Der Angriff hat schon stattgefunden, hat nicht funktioniert. Also, dann sind wir jetzt genau. Metaverse News haben wir heute nicht so viel, passt aber auch 43 Minuten. Das wollte ich aber mal kurz mit reinnehmen. In Berlin gab es die NFT Berlin. Deswegen hatte ich das bei uns auch so in die Beschreibung geschrieben. Hier wurde mal wieder ein bisschen aufgeräumt mit Vorurteilen gegen NFTs. Sowas brauchen wir halt mehr. Ich würde mich mal auch über ein NFT Hamburg freuen. Es gab 125 Sprecher, 1000 Besucherinnen, so bunt wie der NFT-Sektor, Kunst, Games, Live-Mintings, Web3, Finance, Infrastruktur. Kaum ein Thema, das zwischen dem 25. und 27. Mai war das schon. Mai war das schon? Okay. Okay. Trotzdem gut. Das habe ich aber irgendwie überflogen eben. 25. Den Mai habe ich schön überflogen. Naja. In der alten Münze in Berlin kam auf drei Ebenen und einigen versteckten Gängen zusammen, was im Tapzwang meist losen nebeneinander hängt. Bitcoin Echo war als Medienpartner live vor Ort. Auch wenn das jetzt einen Monat her ist, es geht ja immer darum, was für Krypto gilt, gilt auch für NFTs und Blockchain Gaming. Und das ist halt. Man muss den Menschen das natürlich auch erklären. Vor allem Krypto. Fragt mal in eurem Freundeskreis, in eurem breiten Freundeskreis, wenn ihr zu ihnen sagen würdet, erklär mir mal, was Krypto ist. Da würden die meisten auch sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht wirklich. Ich weiß es nicht wirklich. Die wissen nur, was sie sich vielleicht ein bisschen über Focus Online oder, Entschuldigung, andere Massenmedien angeben. Das muss ja Focus Online sein. Ich nehme vielleicht das Schlimmste. Aber ihr wisst, was ich meine. Die man sich dann über Massenmedien angelesen hat. Und ich hatte euch auch oft schon gesagt, das Thema NFT ist sehr, sehr breit und wird auch auf lange Sicht eher nichts mit JPEGs oder so zu tun haben, sondern das wird eher im Musikbereich sehr groß werden.
Kleine Künstler können dadurch auf sich aufmerksam machen und vor allem können sie ihre eigenen Fans mit einbeziehen. NFTs, man kann Ratenzahlungen mit NFTs machen, man kann Verträge, Smart Contracts mit einbinden, man kann so viel mit NFTs machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir solche Veranstaltungen haben, damit die Menschen aufgeklärt werden. Also NFT Berlin, finde ich gut. So, und hier haben wir ein NFT-Mint. Ich hatte ja zu euch gesagt, den hatte ich hier gefunden, Last Hopium, das ist schon ein bisschen her. Aber Gary Vaynerchuk folgt den Kollegen. Und Gary Vaynerchuk, über den sage ich euch so viel, wenn ihr es geschafft habt, ne, dass es eine Con gibt. Ihr wisst ja, was die Comic-Con zum Beispiel ist. Und ihr schafft es, dass es eine Con mit eurem Namen gibt, nur mit eurem Namen. Dann sprecht mich gerne an. Denn es gibt tatsächlich eine V. Con. Gary Vaynerchuk, Gary V. Es gibt eine Ver-V-Con. Und der Kollege, ich sag's jetzt mal so einen Raum rein, der weiß, was er macht. Und ich, als ich vor 2 Monaten oder so ein bisschen durch NFT gestöbert bin und mir mal halt ein paar Leute angeschaut habe, wem die so folgen, ist mir das hier ins Auge gefallen. Und er war tatsächlich der Einzige, den ich kannte, der denen gefolgt ist, hat mir das mal angeschaut. Und Lastopium ist ein NFT. Da geht es zum Beispiel darum, der Kollege hat eine Kollaboration mit verschiedenen Hotels gemacht. Der Kollege hier. Wir kommen aber auch gleich zu meiner. Also, ich muss mir überlegen, was ich damit mache. Denn, das muss ich jetzt kurz vorauswerfen, ich habe bei Twitter einen Whitelist-Spot gewonnen. Und zwar für den Bronze-Key. Es gibt Bronze, Silber und Gold. Was man damit bekommen kann, das ist schon wirklich nice, muss man sagen. Bis jetzt. Kann man es jetzt sehen? Bis jetzt nur in diesen 14 Hotels weltweit. Bis jetzt. Die wollen aber, wie wir hier sehen können, das sind die nächsten Orte, auf denen sie sich ausbreiten wollen. Und das bekommt man pro Key. Für den Bronze-Key, den ich bekommen habe, der würde mich jetzt 0,22 zum Minten kosten. 25% Room Booking. Also 25, das ist schon, finde ich schon sehr, sehr nice, wenn ich mir irgendwie. Keine Ahnung, für 14 Tage ein schönes Zimmer mieten möchte, keine Ahnung, für ein Dusi oder so, und dann kostet mich das nur noch 750 statt ein Dusi. Finde ich auf jeden Fall nice. 15% Spa, Massagen etc. und 15% Food und Beverage. Also wenn ihr dann ins Hotel geht, ins Restaurant vom Hotel oder so, bekommt ihr 15%. Dazu 5000 Hopium, das wird die Währung von den Kollegen sein. Und diese Rift Passes habe ich dann leider auch noch einbekommen. Das ist jeden Monat findet eine Auslosung statt mit diesen Rift Passes und ihr gewinnt dann, es kann sogar sein, bis zu einer Nacht in einem Hotel eurer Wahl, die dort aufgezählt sind. Also das sind 5-Sterne-Hotels, die das sind alles 5-Sterne-Hotels, die dort aufgelistet sind. Die Idee finde ich sehr geil, muss ich sagen. Und ja, Silver Key, guckt euch das an und dann Gold Key, gebt euch den. 40% und Room Booking. Schön Dusi-Zimmer, 600. Finde ich schon sehr, sehr heftig. Dazu kriegt ihr dann, bekommt ihr 10 von den Rift Passes. Wie gesagt, ich habe einen Whitelist-Spot gewonnen. Es gibt auch einen öffentlichen Sale. Der ist am 30.06. ist der Sale und ich glaube von 18 Uhr bis 23 Uhr geht der Private Sale, also für Menschen wie mich, die einen Whitelist-Spot haben und dann 24 Stunden der Public Sale. Ich weiß gar nicht, ob man die da random bekommt. Ich denke nicht, ich denke, dass man die dann, die verschiedenen, das zeige ich schon wieder hier drauf, ne, dass man die dann hier anklicken kann. 0,55 wäre mir auch zu teuer gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. 0,33 hätte ich gerne mitgenommen, aber 0,22 nehme ich auch noch. Wie gesagt, ein bisschen Ethereum habe ich ja noch auf meiner Wallet. Ein Problem habe ich und das ist tatsächlich, ihr kennt ja meine Green Flags und meine Red Flags, also eigentlich alles in Ordnung und Green, Green, aber das gefällt mir hier gar nicht. The Team. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Man kann hier noch nicht mal auf die Twitter-Links gehen. Es gibt keine LinkedIn oder Xing-Links oder irgendwas. Die beiden sind noch anonym. Gefällt mir nicht. Da werde ich morgen vorsichtig sein. Also wie ich werde es so machen. Spoiler Alert am 30. Vielleicht. Werde ich den auch live minten während der Sendung? Müssen wir mal gucken. Wenn um 18 Uhr der Mint losgeht, werde ich mir erstmal anschauen, wie sich der Floorpreis entwickelt.
Weil wenn die Leute dann wieder anfangen, da die Dinger rauszuballern und unter dem Mintpreis, dann macht das keinen Sinn für mich. Aber zum Flippen, vielleicht verdoppeln würde ich das nehmen. Ich werde nochmal nachgucken, wie weit Gary Vaynerchuk da jetzt wirklich drin ist. Aber wie gesagt, wenn der den auf Twitter folgt, das, bei den Kollegen heißt das wirklich was. Fragt Viktor, der ist jetzt gerade nicht, der ist jetzt gerade hier nicht im Chat. Ja, aber wie gesagt, Hadi, also der macht eigentlich, folgt der keinem Schmutz. Werde ich mir nochmal angucken. Ansonsten nehme ich den zum Flippen. Das wäre auch so mein Plan. Denn ich glaube immer noch, was heißt, ich glaube immer noch, dass es nochmal ein Run nach oben gehen wird, genau wie bei Krypto. Wir sind im Bärenmarkt, aber wird es auch wieder runtergehen. Das bedeutet, vielleicht bekommt man die auch noch für ein bisschen billiger Geld. Ist ja oft so, dass nach dem Minten dann der Preis nach oben geht. Ich werde euch auch lieber auf dem Laufenden halten, aber das Projekt wollte ich euch trotzdem zeigen, weil die Idee finde ich nice, muss ich mal ganz ehrlich sagen, oder? Wie gesagt, es gibt viele, viele Sachen, die man mit NFTs machen kann, außer JPEGs. Das ist, finde ich, zum Beispiel eine sehr, sehr geile Idee. Und wenn das dann, wenn da auch die Massenadaption kommt, dann könnt ihr da irgendwie in jedem Land der Welt oder in 30, 40, 50 verschiedenen Ländern der Welt in 5-Sterne-Hotels gehen und, ich finde es nice. So, Top Sales. Wenn ihr Fragen haben solltet, Leute, dann ballert sie jetzt in die Kommentare. Ansonsten machen wir nach der Marktübersicht Feierabend. Gels, 300 für Cybergels. Okay. Oha. Nee, okay, Leute. Das ist ein Wash. Auf jeden Fall. Ich schätze, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nachgucken, aber ich gehe davon aus, dass es auf Lux Rare oder auf diesem, stimmt, das war wahrscheinlich auf diesem neuen Marktplatz, den wir gleich sehen werden von Ethereum, denn da gibt es noch bis Ende des Monats verschiedene Rewards. Rewards, entschuldigen Sie, meine Damen und Herren. Ja, genau. Gels, Alter. Das checken wir noch mal kurz aus hier. Cybergels. Floorpreis. Ja. Floorpreis 0,11. Ne? Und dann haben wir hier 2 für 120 oder was? Nee, nee, nee. Das sind Wash Trades. Da würde ich Geld drauf setzen, dass das auf der neuen Plattform war. Den neuen Marktplatz gucken wir uns gleich an. Vielleicht auch einige von den Sales hier, obwohl wir können mal gucken, ob sie die gleichen sind. Übertrieben haben sie die Lage auf jeden Fall nicht, wie bei Lux Rare. Könnt ihr euch ja noch daran erinnern, als der aufgemacht hat, der Marktplatz, das war ja absurd. Oh, Fidenza mal wieder dabei. Das sieht man sehr, sehr selten. Artblocks sieht man auch sehr, sehr selten, aber es ist halt auch, es ist Artblocks. Ich bin kein Künstler, Leute, ich verstehe Art mal, ich verstehe Kunst manchmal nicht. Na? Artblocks jetzt mal. $80.000 Dollar jetzt, ne? Das sein Proof Collective, das läuft auch noch. Also, das Core habe ich mir halt nicht genau angeguckt. Ihr wisst ja warum. Weil das ist für keinen sterblichen Menschen zu ergattern. Aber es scheint zu laufen. Wow, wer mal Wans Go, der hat auch wieder ein Ding für 43 verkauft. Alter Schwede. Der Kollege hat, glaube ich, auch einen siebenstelligen Bereich dadurch gemacht, oder? Und zwar meinte ich den hier. Aber ich hatte euch auch schon letztens gesagt, es werden demnächst auch wieder hier die Zahlen angeglichen und OpenSea wird wieder die Nummer 1 sein. Aber hier gibt es verschiedene Rewards, weil das eine neue Plattform ist und deswegen lohnt es sich dort NFTs zu verkaufen. Aber ihr habt ja gerade bei den beiden gesehen, das macht keinen Sinn, wenn der Floorpreis 0,1 ist. Auch die Ultra-Raren verkaufst du nicht für 120. Never ever. Wow, eieiei, Axie, hey, 393%, 423. Aber die waren, der Coin war aber ganz normal, ne? Ja. Eieiei, aber es freut mich. Dann sind wir hier bestimmt auch mal. Wo sind sie hier? Über der, na, immer noch nicht, letzten 7 Tagen über der 10. Aber das ist mal sehr stark. Das werden sie nicht halten, Leute. Aber wenn wir jetzt mal langfristig oder wenn ihr Axie-Holder seid,
Entspannt euch, wenn wir zweistellig bleiben, dann ist das schon mal gut. Das heißt, wir, ich halte kein Exit bisher. Wisst ihr ja. So, Blockto Bay. Muss ich nicht mehr zu viel zu sagen, oder? Doch, falls ihr neu dabei seid, Blockto Bay habe ich mir mal genauer für uns angeschaut. Scheint ein sehr, sehr stabiler Marktplatz zu sein. Mobox genauso. Alles in einer Sendung. Hicketnunk. Auch mal wieder ein paar Meter. Ist nicht viel. Also 6000 Umsatz pro Tag, aber. Solanat am Usch. Moonbeans, den hatten wir uns auch angeguckt, den Marktplatz. Ich würde sagen, wir machen mal Feierabend, Leute. Okay, Schlatz. Das bedeutet, dass du Banksy widersprichst. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, weil damit haust du jetzt richtig auf die Scheiße, auch mit deinem. Also meinst du, dass du mehr Ahnung von Kunst hast als Banksy? Ich meine es nicht böse, Schlatz, und ich habe dich lieb, aber ich wage es zu bezweifeln. Da halte ich mich lieber an Banksy. Just saying. Piep, 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 hab dich trotzdem lieb, aber du übertreibst die Lage manchmal ein bisschen. Just saying. Banksy, Banksy, Banksy. Haha, so. Piep, 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 hab euch alle lieb und Schlatz, dich hab ich sowieso lieb. Atlanta, du kommst mal bald wieder vorbei hier. Nicht nur diese kurzen sporadischen Besuche machen. Joma, du bist auch schon wieder länger dabei. Ich hoffe einfach, dass das nicht dein Ernst ist, Schlatz. Ja, danke, Hadi, für den Kommentar. So, wir haben uns alle lieb, sehen uns am Donnerstag wieder. Ich gehe darauf nicht ein. Donnerstag wieder einschalten, 21:30 Uhr. Und jetzt nicht vergessen, Sendung liken, Kanal abonnieren, Benachrichtigungsglocke bitte abonnieren. Alle drei Sachen sind mega wichtig für den Algorithmus. Folgt uns gerne auf Twitter, teilt auch dort unsere Sendung. Und wenn ihr das macht, nicht vergessen, uns zu verlinken. Das merkt der YouTube-Algorithmus nämlich auch. Glaubt ihr nicht? Ist aber so. Und ballert die Kommentare voll mit euren Fragen. Etc. für den Algorithmus. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn ihr mal eine Sendung verpasst haben solltet, ich schätze morgen früh, YouTube braucht ein bisschen, morgen Mittag, dann kommt hier der Wochenrückblick hin und hier die letzte Sendung. Wir haben heute Dienstag. Was bedeutet das? Genau, Wochenrückblick, Wochenrückblick. Hört sich komisch an, ist aber so. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns am Donnerstag wieder und bis dahin trade well. Gehabt euch wohl, Mamba. Hau rein, Dane.